Viewer discretion is advised. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... I choose him. Hallo liebe Hitman-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play, die Beta-Version vom Hitman, dem neuen Spiel von Square Enix, was es ab Ende Februar käuflich zu erwerben gibt. Nur mit dem kleinen Unterschied, diesmal ist es eine Download-Version und das Spiel kommt nicht als Ganzes. Wir bekommen es quasi häppchenweise. Wir bekommen die erste Mission im März. Kommt das raus? So rum? Ja, genau. Im März. Und die nächste Mission kommt dann im April und so weiter und so fort geht das. Sprich, man bekommt das Spiel häppchenweise. Und ist nur die Frage, ob sich lohnt überhaupt das Spiel zum vollen Preis zu kaufen, wenn man es natürlich nur häppchenweise serviert kriegt. Man kann natürlich auch das Spiel in einzelnen Parts holen und muss sich dann, wenn man die nächste Mission haben will, auch dies extra holen. Ob das sinnvoll ist und warum, wieso, weshalb überhaupt der Publisher das so herausbringt, ist alles eine Frage der Selbstentscheidung. Das heißt Selbstentscheidung. Also jeder muss sich selber wissen, ob er das Spiel sich so kauft und in welcher Form und wieso der Publisher meint, dieses Spiel in Häppchenweise in mehreren Teilen zu veröffentlichen. Das ist auch denen überlassen. Ich denke mal, wir werden das so nicht erfahren. Außer mit der Aussage, dass man dadurch das Spiel noch verbessern kann. Und macht man mehr Zeit. Mr. Mechanic, what's up? Ja, viel. Viel in die Entwicklung noch stecken kann. So. Zweite Folge Hitman Beta Version Let's Play. Und heute versuchen wir erfolgreich und leise unser Ziel auszuschalten. Dazu begeben wir uns erstmal wieder nach unten. Übrigens habe ich mal jetzt mitgekriegt, man hat verschiedene Challenges. Zumindest werden die irgendwann freigeschaltet, auch in der Beta-Version, wie man es gerade gesehen hat. Ich gucke nochmal, ein Challenge da. Also hier haben wir zumindest welche. Und einige haben wir in der Beta natürlich noch nicht zur Verfügung. So, schummeln wir uns jetzt mal an dem Officer vorbei. Gehen in unsere sehr schöne Kajüte. Ziehen uns mal für unseren Dienstbeginn um. So. Rattengift nehmen wir mit. Einmal F, Dankeschön. Packen das aber natürlich weg. So. Da oben ist unser Ziel. Gibt natürlich verschiedene Wege, ihn zu eliminieren. So, jetzt ist er tot. Folge dem Ziel. Na, dann schauen wir mal, wo er hingeht. So. Ich könnte denken, wohin geht. Da geht jetzt hier aufs Private Deck.
So, dann werden wir uns mal das Brecheisen schnappen. So, wo ist er? Ah, er ist schon da. Okay. So, da ist er. Alles gut, Officer. Steh bloß hier und guck, ob irgendwas Auffälliges passiert. Ich hab ihn doch lokalisiert. Da unten steht er doch. Nun gut, dann heißt es jetzt erstmal abwarten. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht enttarnt. Wie der Spacko da drüben, der da nach oben guckt. Irgendwie macht er mich nervös. So. Ach, kaum in der Tonne. Können. Guckt er auch schon weg. Sehr schön. So. Macht er jetzt was oder macht er jetzt nichts? Jetzt guckt er bloß blöd in der Gegend rum. Und wartet wahrscheinlich, ob irgendetwas passiert. Ja, als Hitman braucht man viel Geduld und viel Zeit. So. Hello, Sailor. I advise you to slow down a little. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection in Boston a couple of years back. Stuyvesant went broke, didn't he? Sunk like a stone. There you go, then. Die unterhalten sich jetzt nicht echt über diese Büste, die hier steht. So, wir haben ihn lokalisiert. Sweet, Ritter. Ritter knows his cool. Avoid detection by working at the bar. Understood. So, an der Bar arbeiten. Now I overhear the crew talking about Istanbul and Stockholm. What gives, Calvin? I didn't lie. Look, you don't have to retire just because you leave the field. Der unterhält sich mit der Lady hier, okay. Und oben sah das nicht so aus. Now you're catching on. The Sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Warte und observiere das Ziel. So. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So. Excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Er möchte hier Partner, nennen wir ihn jetzt mal, einen Drink anbieten und er sagt, nein, danke, nicht vor 6 Uhr. Denn seine Frau ist ihm die, oh ja, Mahlzeit. Denn der Frau ist die Regel sehr wichtig. So. Sorry, Sailor. You're not coming through here. Sail away. Sail away. Private. Ich wollte es gerade sagen, da kommen wir jetzt bestimmt nicht rein. Ah, hier kommen wir rein. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but look. So, wir sehen unsere Pistole mit Schalldämpfer auswählen. Market first with this reactor. We'll become the king of the world. Well, I'm rooting for you. Now, what's that password? Always slips my mind. Hold on, I'm thinking. Maybe you wrote it. Your target is down. Now head towards an exit. So, das war's schon. Keiner hat etwas mitbekommen. Sind wir also frei und verstecken den trotzdem. So, hier reinkommen.
soll ja nicht auffallen. Oh, da ist er mit einer Waffe. Find someplace safe now. Ist doch aufgefallen. Nicht gut, wir müssen runterkommen. Stay frosty. Bevor Fragen aufkommen. Yacht Crew, impressive. Noch ist alles im grünen Bereich. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Die mit dem weißen Punkt über dem Kopf, auf die müssen wir aufpassen. Das ist noch eine Bedrohung. Aber Moment. Okay, die Leiche wurde entdeckt, zumindest wahrscheinlich von dem Kollegen. So. Ich würde sagen, wir schlüpfen mal ganz schnell in unsere Uniform zurück. Von unserem Mechaniker. So, zack. Dann ist die Sache sowieso wieder sauber. So. Und jetzt können wir nämlich auch... Zwar nicht hier. Oh, was haben wir denn hier? Turn off. Fußbox, ah, da können wir hier das Licht ausschalten. Brauchen wir aber nicht. Whistle. So. Und dann stolzieren wir einfach mal, würde ich sagen, wieder von der Yacht herunter. Auch wenn diese nur gebastelt ist. Und dann würde ich eigentlich behaupten, Mission erfolgreich beendet. Drücken zur Endmission. Challenge complete. Good work, Initiate. Gute Arbeit. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. So, und wir sind wieder zurück bei dem Training. Und wir sollen diesmal unser Ziel anders ausschalten. So, hier sehen wir nochmal die Übersicht, wen wir ausschalten sollen und in welchem Level wir uns befinden. Die Map, ja. Die Karte quasi von dem Level. So. Achso, wir sind quasi gerade offline, deswegen sehen wir das nicht. Ja, als was soll ich denn, ja, weil ich dann wissen, wie ich den ausschalten soll. So, was haben wir denn hier? Pickup, Lockpick. Oh, was zum Explodieren bringend. Remote Explosive. Place Explosives, Weapons and Items in the World by holding Alt. If guards see explosives and weapons lying around, they will be up. Okay. Gut zu wissen. Oh, wir werden sehen. Was? Getting spotted. The right arrow indicates that someone is becoming suspicious of you. Break line of sight to avoid detections or deal with the consequence.
So. Oh, und Coins. Coins. You can throw coins. If people hear the impact, they will investigate it. If they see a coin, they will pick it up. Rechts halten und dann mit links können wir es werfen. Okay. Sehr nice. Wo, was liegt hier denn? Schweres Geschütz. Okay, aber ich glaube, mit denen rumzurennen wäre ein bisschen gefährlich, oder? Large weapons. Some weapons are too large to conceal. In order to legally carry them, you need a degree at just fit it. Okay. Press K to drop items or place by hold alt. Ja, das können wir vergessen. So, wir droppen die einfach mal hier. So, dann versuchen wir jetzt mal einen anderen Weg, den Herrn Calvin Ritter auszuschalten. So, dazu brauchen wir natürlich wieder einmal unsere Mechanikverkleidung. Und dazu muss leider wieder dieser nette Herr ja dran glauben. So. Dann tun wir wieder hier auf die Damen und Herren Gemeinschaftstoilette schleppen. So. Dann nehmen wir gleich mal die Klamotten. Müssen wir nicht noch mal jetzt extra hier um die Ecke gehen. So. Und dann geht es rauf aufs Boot. How's the mechanic today? Nice, you're welcome, my friend. So. Excuse me? Ja, yeah, die Party ist hier wieder voll am Rocken. Achtung. So. Dann einmal wieder als Crewmitglied umziehen. So, dann schnappen wir uns hier. Er pfeift schon wieder eine Pfeife. Das Rattengift. Poison. Food and drinks can be poisoned. This goes as a crewman to avoid detection when poisoning food or drinks. Ja, wir können Essen und Getränke vergiften. Dann würde ich sagen. Who are you? Och, nö, noch einer. Wir sind gerannt. Wir sind gerannt. Wir hätten nicht rennen dürfen. So, wir sollen Trink vergiften. Das hier? Poison Glass of Red Wine. Oder das? Ach nein, wir da wieder. Jetzt ist wieder clear, okay. Ich nehme mal das. Zack. So, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Impressive. Not a man of simple taste, that Calvin Ritter. So, wir tun mal wieder ein bisschen an der Bar arbeiten. Look, you don't have to retire just because you leave the field. Most great players simply become managers. You're recruiting. Now you're catching on. This sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin.
They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Und er bewegt sich. Und. Jawohl. Trink es. Bon appetit, Don. Man, I feel nauseous. Oh God, I'm about to spew. Jetzt bitte hier nicht hinreiern. I know how you feel. If it's any help, it'll pass. It always does. Oh boy, that's not good. Watch your shoes. So, wir folgen immer unauffällig. Yeah, I like that uniform. But you can't come through here. Sorry. Und er ergibt sich hier. Talk to Kelvin Ritter, Subdown und Down. Na, dann nehmen wir mal Down. So. Ziel erfolgreich ausgeschaltet. So. Verstecken wir den noch in dem Schrank. Bis den jemand hier findet, ist der schon grau angelaufen. Located Exit. Damen Exit. Eins. Oh, wir haben drei Exits. Okay. Gucken wir mal, was hier oben für ein Exit ist. Oh, der Hubschrauber. Wir können quasi mit dem Hubschrauber fliehen. Sehr nice. So. End the mission. Und wieder einmal erfolgreich die Mission beendet. So, das Ganze können wir ja nochmal machen. Ja. Diesmal werde ich ja mal, ich nehme mal das mit. Weg. Holla, die Waldfee. So, ich habe nämlich schon eine Idee. Denn wir werden, wo ist es? Da, den Sprengsatz benutzen. Das hat man schon. Dankeschön. So. Wie gesagt, das ist ja das eine Level, deswegen wiederholt sich das alles. Aber wir können ja mal, auch wenn es bloß dieses eine Level ist, quasi alles mal durchgehen. So. Also diese eine Runde werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, da oben auf dem Boot, das sieht natürlich keiner, dass wir den hier um die Ecke bringen. Ach ja. So. Und den jetzt hier noch durch die Gegend schleifen. Nun gut. So, Türe auf. Bewusstlos rein. Zack. Dann nehmen wir einmal deine Sachen. Gehen wieder in die Waagerechte. Oder in die Senkrechte so. Waagerechte. Ja, nein, ist klar. So. Nicht in die Hocke. Als Mechaniker haben wir ja oben, glaube ich, auch keinen Zutritt, oder? Ja, what's up? Ja, Mechaniker haben für oben keinen Zutritt. Die dürfen sich nur hier unten aufhalten. Ja, nicht rennen. Das fällt auf. So, dann können wir als Yachtcrew-Mitarbeiter. Och nein. Puh, das war knapp.
gehen wir ja halt durch. Der geht mir langsam auf den Sack. Genau, gehen wir hier lang. Wieso schöpft er diesmal Verdacht? Ich weiß es nicht. Nun gut. Solange es die anderen Polizisten nicht Verdacht schöpfen, ist ja alles gut. So, jetzt gehen wir eliminiert. Wo ist er überhaupt? Ach, steht noch hier. Dann würde bestimmt gleich hier oben wieder langkommen. Mahlzeit. So, wir sind jetzt mal hier ganz mutig. A to Blaze. Okay. Suspicion. Wir laufen. Da kommt uns einer hinterhergerannt. Der hat ein Ausrufezeichen. Aber er geht wieder zurück. Glück gehabt. Ach, das war knapp. So, der Officer hat noch keinen Plan von nix. Oh. Mister, yeah, you. What is this mess? You do this? Nein, ich hab das nicht getan. I would strongly advise you to leave the area. All right. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Puh. Da stand er schon am Tisch. Die Explosion haben wir natürlich ausgenutzt. Das nervt mich gerade tierisch. Jetzt heißt es abwarten und beobachten. Wie kommen wir jetzt am blödsten darunter? Hey, Buddy, stop it right there. Did you do this? Das hat schon wieder einer gesehen. Ach Mensch, das ist doch scheiße. Nein, nicht hängen bleiben. Runter. So, schon mal schön in Bewegung bleiben. Vorne ist auch ein Ausgang. Der Polizist läuft gerade. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Hier nicht auch noch jemand. Ja. So. Ah. Mit dem Motorboot. Sauber. Jawohl. Und das zum dritten Mal heute in einer Folge. Erfolgreich. Unser Ziel. Mehr oder weniger leise ausgeschaltet. Und ohne erwischt zu werden. So, und in der nächsten Folge zeige ich euch dann noch die andere Möglichkeiten, wie wir dieses Tier ausschalten können. Wir sind am Ende mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann.